Hallo Guys und herzlich willkommen zu einer weiteren epischen Klospülung. Ja, seit 3500 Jahren kommt wieder ein Vlog nach. Ja, hat ein bisschen gedauert. Ich hatte einfach super viel zu tun, Leute. Holy shit. Ja, wo fange ich an? Boah, Leute. Also, ich habe teilweise Samstag gearbeitet oder Samstag habe ich auch mal mit Kollegen irgendwie die Nacht durchgezockt und dann hatte ich einfach nicht die Motivation, Sonntag noch einen Vlog rauszubringen. Und sonst einfach, es ist halt so, wenn ich keine Motivation habe, ja, dann werde ich mich nicht dazu zwingen. Ja, ich mache einfach mein Ding. Vlogs kommen Sonntag, wenn ich es denn hinkriege, wenn ich es schaffe. Ne? Und Real Life hält sich da doch schon ein bisschen vor, die Vlogs. So. Nur ein bisschen. Auf jeden Fall. Ich habe vor kurzem Lisa the Painful zu Ende gebracht. Das war ziemlich awesome. Sonst habe ich jetzt Lisa the Joyful schon angefangen. Schon zwei Parts gemacht. Oh ja, und heute nehme ich auch noch ein bisschen mehr auf, dass wir alles für die Woche haben. Fire Emblem habe ich übertrieben, weil ich da die Part-Anzahl, da habe ich mich vertan, weil ich zu schnell Sachen gelöscht habe. Ne? Da habe ich halt die Parts falsch benannt. Da dachte ich, ist jetzt der aktuelle Part, war es aber nicht. Sondern die Parts, die ich halt zu schnell gelöscht habe, waren die aktuellen Parts. Die konnte ich Gott sei Dank noch retten und hochladen. Und jetzt habe ich halt Parts im Überschuss, weil ich halt gedacht habe, ich habe keine mehr. So. Ich habe, glaube ich, auch nur 4 Parts oder was. Ne, inzwischen, glaube ich, auch echt nur 2, also nur für diese Woche. Ist trotzdem, ja, muss ich jetzt halt nicht aufnehmen. Mache ich vielleicht trotzdem, weil, warum nicht? Und sonst, Leute, wenn ich euch, Alter, Leute, wenn ich mit euch mal über etwas reden kann, ja? Tales of Berseria, ja? Gutes Spiel. Erinnert euch eventuell, im letzten Vlog habe ich davon geschwärmt, aber heute ist mir einfach nach Wein zumute, okay? Passt auf. Das Spiel ist super cool. Wenn du es durchspielst, kriegst du halt so einen optionalen Dungeon, so einen AX-Dungeon, ne? Und der ist halt richtig krass. Da laufen Gegner mit Level 100 rum oder 130 oder so, ne? Und das ist schon richtig heftig. Und das steigert sich halt. Erstmal in der ersten Ebene sind Level 70 Gegner, dann irgendwie Level 90, dann Level 100 und so weiter. Und ich bin halt schon recht weit in diesem Dungeon vorgegangen, ne? Da waren jetzt Level 100 Gegner und es gibt halt diese Mission, wo du halt so und so viele Gegner in so und so viel Zeit besiegen musst, damit du weiterkommst, ne? So, habe ich mich auf Level 100 trainiert, ne? Habe ein bisschen gegrindet, dachte mir so, komm, Level 100, Junge, rasierst da durch, ne? Ja, dann hat sie sich herausgestellt, dass es noch eine weitere Ebene gibt mit Level 130 Gegnern und ich krieg die tot mit Level 100, sicherlich, ne? Sonst mit genug Skill kann man die auch umgehen, aber diese Rätsel, diese auf Zeit Kämpfe, die kriegst du einfach nicht hin, wenn du halt nicht grindest. Und das ist halt unglaublich nervig, Leute. Mein Gott. Aber ich hoffe, dass ich das irgendwie hinkriege. Und ich hätte dieses Spiel gerne zu 100%. Denn ich glaube, ich habe auch alle anderen Nebenquests bereits gemacht. Ne? Bis auf eine, die mir noch einfällt. Aber die kann man, glaube ich, erst machen, wenn man diesen optionalen Dungeon macht. Deshalb, Post sah das ganz gut. Ja. Und sonst gibt es eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich würde sogar jetzt schon aufhören, denn ich habe nicht super viel Zeit. Wie gesagt, muss ich noch Lisa aufnehmen. Und ich muss mich noch auf Level 130 bringen. Also Leute, entschuldigt mich.